Mama? Ja? Wann gibt's denn endlich was zu essen? Ich hab Hunger. Ich hab gedacht, du wolltest dich umziehen. Dass mein Bruder seinen neuen Zahn anschlägt, ist für mich kein Grund, mich zu verkleiden. Ich mache mir Sorgen, die wollten um eins da sein. Jetzt mach doch das mal ein bisschen leiser. Vielleicht haben sie sich's anders überlegt. Was? Oder er arbeitet inzwischen als Lakai. Was soll das denn? Vielleicht haben die Personalmangel auf ihrem Schloss. Red keinen Blödsinn. Den Blödsinn macht mein Bruder. Hoffentlich ist nichts passiert. Seit dem Unfall von Angelika, da... Ich habe sie übrigens gestern besucht. Ja und? Ich glaube, sie macht Fortschritte. Du hast ihr hoffentlich nicht gesagt, dass die Neue antanzt. Doch, das habe ich ihr gesagt. Aber Mutter, das wirft die doch um Tage zurück. Das glaube ich nicht. Angelika ist sehr vernünftig. Außerdem muss sie aufhören, sich was vorzumachen. Wir haben sehr lange darüber geredet. Das war wohl etwas voreilig. Wieso? Wenn das Fräulein erst mal merkt, dass bei uns richtig gearbeitet wird, Weinlese, das klingt so romantisch. Hier eine Rebe, da eine Rebe, dazu der fröhliche Gesang der Winzer. Die wird heilfroh sein, wenn ihr Urlaub wieder zu Ende ist. Und dann ist Angelika wieder aktuell. Naja, das muss man mal sehen. Ob sie mir mal ihren Schlitten leiht? Wer? Michelle. Die hat doch einen Porsche. Also, da wären wir. Da sind wir. Die Girlanden haben sie wohl inzwischen wieder abgemacht. Was für Girlanden? Und auch kein Empfangskomitee. Sollen wir da mal suchen? Und mein Gepäck? Das hat Zeit. Martin, ich habe solche Angst gehabt. Es tut mir leid, wir sind nicht früher losgekommen. Wir hätten doch anrufen können. Das ist richtig, aber wir hatten noch Probleme. Also, das ist Michelle. Das ist Hanna. Freue mich sehr. Ich mich auch. Und das ist mein Bruder Gunther. Ich habe sie ja schon mal gesehen im Gasthaus Anker, als sie... Oh, Martin, ich möchte gern mit deinem Bruder du sagen. Findest du nicht? Also gut, ich habe dich ja schon mal gesehen im Anker. Ja, ich weiß. Ja. Also, wenn ihr meint, ich heiße Hanna. Nein, Madame, ich möchte nicht, dass Sie... Bitte sagen Sie du zu mir, aber ich... Mein Gott, seid doch nicht so förmlich. Das wird sich schon alles ergeben. Na, ich weiß schon, was sie meint. Sie sagen Hanna und Sie. Und ich sage Michelle und du. Richtig? Ja. Ich hatte zwei Enten gebraten, aber die sind jetzt leider kalt, weil sie sonst schwarz geworden wären. Gunther und ich haben schon gegessen. Wir haben euch nicht mehr erwartet. Wir haben unterwegs schon gegessen. Ich hätte wirklich anrufen müssen. Ja. Es tut mir leid. Dann probiert wenigstens mein Dessert. Bitte schön. Mousse au Chocolat. Gunther hat's geschmeckt. Möchtest du? Vielleicht ein bisschen. Also gut, dann packt erst mal aus. Nachher trinken wir dann zusammen Kaffee. Gunther hilft, das Gepäck mit drauftragen. Das ist nicht nötig, ich habe nur eine Tasche. Was? Und ein Beauty Case. Ja, aber Martin hat doch gesagt, du willst deinen ganzen Urlaub hier verbringen. Das möchte ich auch, aber zu Urlaub gehört, dass man nicht viel anziehen muss. Du machst mich ganz schön neugierig. Ja, ich laufe am liebsten in alte Klamotten. Ich mach schon mal Kaffee. Ach, ich dachte, ihr kommt mit ihrem Schlitten. Nee, das wollte sie nicht. Was wollte ich nicht? Nur mit deinem Wagen fahren. Ah ja, zu Urlaub gehört auch, dass man nicht Auto fahren muss. Na schön, aber vielleicht eine Motorfahrt. Was? Ja. Mutter schlägt vor, dass wir mal mit dem Dampf eine Moselfahrt machen. Damit sie erst mal die Gegend richtig kennenlernt. Keine schlechte Idee, ne? Hm. Ein zweites Bett haben Sie auch schon reingestellt? Ah ja, aber es steht am falschen Platz.
Wieso? Hilfst du mir? Das muss dahin. Wie kommst du jetzt da wieder raus? Gar nicht. Ich hoffe so sehr, dass es dir bei uns gefällt. Ich auch. Danke. Du, die Michelle könnten wir doch mal für einen neuen Prospekt. Ich könnte doch mal Fotos machen von der im Wingert. Wir brauchen doch mal einen neuen Prospekt. In Jeans? Hast du was gegen sie? Wieso? Na, viel redest du nicht mit ihr. Ich komme mir so vor. Also ich habe immer das Gefühl, als würden wir vorgeführt und besichtigt. Die macht uns doch was vor. Hast du mal ihre Armbanduhr gesehen? Das einfache Mädchen spielt sie doch nur. Das ist die Burg Waldstein. Die hat euer Ludwig XIV. Uns ruiniert. Aber in 300 Jahren, ihr hättet sie auch wieder aufbauen können. Hier an der Mosel ist nie Geld. Ich finde es bei Ihnen sehr schön. Ja? Ich bin sehr froh, dass ich hier in Ihrer Familie sein darf. Zu Hause hatte man nie Zeit. Das heißt, mein Vater hatte nie Zeit, mit mir einen Ausflug zu machen. Das machen wir sonst auch nicht. Nur mit ganz hochgestellten Persönlichkeiten. So, rückt mal ein Stück zusammen. Freundliches Gesicht, auch wenn es schwerfällt. Na da, komm mal. Ich glaube, das wäre was für uns. Wollen wir reingehen? Ja. Was wir gleich trinken werden, das heißt Federweißer. Kennst du das? Nein. Was heißt das? Federweißer, das ist ein 4 Tage alter Most. Tja, ich glaube, das ist der angemessene Rahmen, um eine Erklärung abzugeben. Mein Gott, du redest so geschwollen, als würdest du vor deiner Klasse stehen. Unter. Kommt jetzt die Verlobung? Oder ist was unterwegs? Ich will sagen, Michelle und ich, wir... Also, ich will wieder Winzer werden. Was? Wie bist du denn darauf gekommen? Ist das dein Ernst? So eine Sensation ist das doch nun auch nicht. Ich bin doch nur Lehrer geworden, weil mit Vater nicht mehr zu arbeiten war. Wollt ihr ein Gut kaufen? Oder hat deine Familie auch noch Weingüter? Nein, mein Vater hat nur mit Eisen und Stahl zu tun. Und das von morgens bis abends. Hanna, wir kommen mal nach Hause. Nach Moselbrück. Oder willst du uns nicht? Das ist eine Überraschung. Wann ist dir denn das eingefallen? Du willst doch Lehrer werden in Nancy. Du hast doch einen Vertrag. Na, ich habe noch nichts unterschrieben. Und du? Willst du Winzerin werden? Wir wollen heiraten, Madame Zerfass. Heiraten? Und wie stellst du dir das vor? Bist du bei uns? Wir können eine Wohnung nehmen, wenn kein Platz ist. Nein, nein. Platz ist genug. Du willst also Herr auf Moselbrück werden? Gunther, ich glaube, jetzt redest du geschwollen. Was? Ja. Kopfschmerztabletten. Hast du Bärenauslese getrunken? Was soll denn der Quatsch? Ich habe gerade in den Nachrichten gehört, in Rheinhessen haben sie 5000 Liter Bärenauslese beschlagnahmt. Aber wir hier an der Mosel... Rheinhessen, Baden, Mosel, was macht denn das für einen Unterschied? Für die Leute ist doch Wein, Wein, da sind wir doch alle mit dran. Jetzt machen sie uns die Preise kaputt und dann noch den Ruf. Man müsste sie zwingen, ihr Gift selber zu saufen, ihre Bärenauslesen für 2,20 Mark. Martin, hast du schon gehört? In Rheinhessen haben sie 5000 Liter beschlagnahmt. Bei einem Händler oder einem Winzer?
Händler. Na bitte. Und wir sind Winzer. Das ist der kleine Unterschied. Martin, die Leute werden alles saufen, bloß keinen Wein mehr, wenn sie kein Vertrauen mehr haben. Frühstückt ihr eigentlich immer im Bett? Ja. Und das kann ich dir wärmstens empfehlen. Aufwachen. Frühstück. Ich habe gedacht, wir haben Frühstück alle zusammen. Nein, ich will dich ganz allein für mich. Dann wird Hanna denken, dass ich bin wirklich eine Prinzessin auf der Erbse. Richtig. Und jetzt bekommt die Prinzessin ihren Kaffee. Martin? Ja? Das Bett ist so kalt. Was? Ich habe ganz kalte Füße. Na sowas. Was machen wir denn da? Ich weiß nicht. Sie an, Herr Faber. Und die Zeit schon beim Einkaufen? Ja, meine Frau hat vormittags keine Zeit. Wie haben Sie denn das geschafft, dass meine Schwägerin Sie eingestellt hat? Buchführung mit leichter Hausarbeit, was? Ich bin froh, dass ich auf Moselbrück arbeiten kann. Sie haben mich herausgeschmissen. Das haben Sie zu ernst genommen. Ach, ich dachte, man muss Sie ernst nehmen. Faber, wenn ich höre, dass Sie mit Ihrer neuen Chefin, also... dass Sie mir bei meinen Kunden dazwischen funken. Ich funke niemanden dazwischen. Na, nur, dass Sie Bescheid wissen, Herr Faber. Komm, hopp. So. Frau Zerfass, ich habe das für Sie. Ganz frisch. Schönen Gruß von meiner Frau haben wir heute Morgen gesucht. Oh, Steinpilze, wo haben Sie die denn her? Das verrate ich nicht. Also, das kann ich nicht annehmen. Doch, Sie können. Die sind ja wunderbar. War noch was gestern Abend? Bestellungen? Ja. Nein, leider nicht. Und vielen Dank auch an Ihre Frau. Geht ihr jetzt Pilze sammeln? Ach, Gunther. Ich dachte, er kümmert sich um unsere Steuern. Das sind Steinpilze. Weißt du, was man für so einen Korb voll bezahlen müsste? Ist mir doch wurscht. Sag mal, warum bist du eigentlich so sauer? Ich habe vorhin Martin erzählt, was ich in den Nachrichten gehört habe. Ja, und? Der Herr Winzermeister ist völlig unbeeindruckt und bringt seiner Prinzessin das Frühstück ans Bett. Nur kein Neid, Gunther. Das erlebst du auch alles mal. Hier, lies mal einen Wetterbericht. Wir fangen Freitag mit der Lese an. Wir können doch noch bis nächste Woche warten. Das hält noch. Simons und Gilmans wollen auch. Mutter, 5 Tage Sonne, das sind 3 Grad Öxle, wenn du so willst. Wir fangen Freitag an. Jawohl, Chefin. Wobei ich nicht mal weiß, ob diese Anrede richtig ist, so wie Martin sich aufführt. Guten Tag, Frau Zerfass. Ach, Herr Alwin. Ja, es tut mir sehr leid. Ich habe eine unangenehme, und weil Moselbrück auf dem Weg lag. Was ist los? Der Weinskandal macht uns allen sehr zu schaffen. Zum Glück nicht, denn unser Wein ist sauber. Ich weiß, aber trotzdem. Was trotzdem? Unser Umsatz ist drastisch zurückgegangen. Wir müssen alles stornieren, was noch... Ich meine, der Kabinett, den Sie uns... angeboten haben. Daraus wird nichts. Wenigstens vorläufig. Bis sich der Markt wieder beruhigt hat.
Das ist eine Katastrophe. Ich will Freitag mit der Lese anfangen. Da sind Löhne fällig. Das tut mir sehr leid. Seit es den Weinskandal gibt, weiß ich, das holt auch uns ein. Beim Handel ist der Teufel los. Aha, wenigstens zum Essen kommt ihr ja pünktlich. Auf der chirurgischen ist jemand ausgefallen. Da musste ich einspringen. Für alle, die Sie noch nicht kennen, das ist Petra. Schwester Petra, Station 4. Kommen Sie, Petra. Danke. Tag, Petra. Hallo. Sagen Sie, haben Sie mal Angelika gesehen? Ja, heute Morgen. Es geht ihr ganz gut. Sie ist noch mal nachoperiert worden. Sie ist gestern zum ersten Mal aufgestanden. Das ist gut. Gott sei Dank. Kommen Sie. Na? Ich hoffe, du bist schwindelfrei. Was ist Schwindel? Das ist, wenn du runterguckst und... Oh nein, keine Angst. Wir haben hier Steillagen bis zu 68 Grad. Da musst du dich anseilen. So ein Anbaugebiet gibt's auf der ganzen Welt nicht mehr. Fläche haben, wenn du Gewinn machen willst. Mit unseren 5 Hektar kommen wir nicht hin. Wir müssen sehen, dass wir was dazu kaufen. Wo kannst du denn hier mal was dazu kaufen? Die hocken doch auf jedem Zentimeter. Und wenn nicht eine Familie ausstirbt, dann kriegst du doch nie was. Wart mal ab bis zum nächsten Frühjahr. Wie viel jetzt auf der Strecke bleiben? Du bist wie Vater. Immer wollt ihr kaufen. Der hat schon richtig gedacht. Der hatte bloß kein Geld. Was ist denn? Was ist denn hier los? Nur einen Moment, Monsieur. Geht ganz schön in die Beine, was? Wer sich bei der Weinlese hinsetzt, das ist ein alter Brauch hier an der Mosel. Der muss hungrig ins Bett. Das ist gut für die Figur. Und muss 3-mal den Winzer küssen. Das ist kein Problem. Kannst du noch? Oder willst du mit Hanna runterfahren? Ich könnte schon, aber... Ja? Ich glaube, ich bin doch nicht schwindelfrei. Was? Wenn wir zurückkommen, zeige ich dir ein flacheres Stück. Ach so. Jetzt weißt du, warum der Wein so teuer ist. Wer mal einen Tag hier am Hang gearbeitet hat, der lässt keinen Rest übrig, der trinkt sein Glas leer. Mein Bruder sagt es. Übrigens, ich hab's mir überlegt. Ich fahr da jetzt selber hin. Wohin? Na, zur Peter KG. Vielleicht kann ich mit einem persönlichen Gespräch was erreichen. Das hättest du dir sparen können. Nimm doch einen Anwalt, geh vor Gericht. Ich kann doch nicht die Peter KG verklagen. Die nehmen mir keine Flasche mehr ab, wenn ich die verklage. Ja,
Das ist das Geschäftsgebaren der Großen. Ihr wart ja so stolz darauf, mit der Peter KG wieder ins Geschäft zu kommen. Mit geschwellter Brust seid ihr herumgelaufen. Bei unserem Onkel Ludwig können wir endlich aussteigen. Wir liefern jetzt weltweit nach Japan. Ich bin nur ein kleiner Händler, aber dein Geld hast du doch immer bekommen. Und wenn ich 2000 Flaschen nehme, am nächsten Tag war der Scheck da. Aber eines sage ich dir jetzt schon. Nicht nächste Woche kommen und jammern. Ludwig, kannst du uns helfen? Wir sind in der Lese. Wir können die Leute nicht bezahlen. Das Panschenhanna trifft mich auch. Nicht nur die Peter KG. Bei mir steht auch alles still. Ich will nichts von dir. Die einzigen, die ich noch sehe, das sind die Prüfer. Aber bei mir können sie prüfen. Ich habe nur sauberen Wein in meinen Fässern. Was bei der Peter KG, naja, aber nehmen wir an, es wäre da auch alles in Ordnung. Preise unter der Gürtellinie. Sie werden euch die Preise diktieren. Gnadenlos diktieren. Warum erzählst du mir das alles? Nur damit du Bescheid weißt. Bei dir weiß ich schon lange Bescheid. Was meinst du, was ich gemacht habe? Eine Stunde habe ich geredet und geredet. Die nehmen uns keinen neuen Wein ab. Das ist, was ich erreicht habe. Gar nichts. Und was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht, wie ich die Leute bezahlen soll. Wir halten schon still, aber das sind jeden Tag 1400 Mark. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie viel brauchst du? Ich habe bei der Peter KG mit 20.000 gerechnet. Ich brauche aber 35.000 Mark. Ich werde mit Michelle sprechen. Die wird sicher verstehen, dass... Das kommt nicht in Frage, Martin. Das will ich nicht. Unter keinen Umständen. Wenn du das machst, dann... Was macht denn das für die aus? Lass dir doch helfen von der. Wenn die mit zur Familie gehören will, dann kann sie auch was tun. Ich will das nicht, Gunther. Und damit ist die Sache erledigt. Ein für alle Mal. Gut, ich sag nichts mehr. Macht alle, was ihr wollt. Ich hab gesagt, wir fangen später an mit der Lese. Aber du musst es ja jetzt schon anfangen. Und du kommst hier an und sagst, ich werde Winzer. Ob mir das passt oder nicht. Dann macht aber auch alle, was ihr wollt. Dann tu doch mal was. Bist ja Lehrer und Winzermeister. Da kannst du ja alles. Da braucht ihr mich ja nicht mehr. Runter! Lass ihn gehen, der kriegt sich schon wieder ein. Was mit dir los? Schon Feierabend? Na, du kannst mich mal. Es fehlt noch Fischbesteck. Und das Gedeck machen wir dann da, ja? Gunther! Gunther! Hast du mal ein Bier für mich? Ich denke, ihr seid bei der Lese. Ja, aber ohne mich. Was heißt das? Sollen die doch ihren Scheiß allein machen? Habt ihr Krach? Nein, wir sind ein Herz und eine Seele. Wir haben sogar Familienzuwachs. Mein Bruder hat seine zukünftige angeschleppt. Die Französin? Ja, man spricht bereits von Heirat. Und? Was passt dir daran nicht? Martin hat überraschend festgestellt, dass er doch viel lieber Winzer ist als Lehrer. Er hat eine große Schnauze und sagt meiner Mutter, wie was gemacht werden muss. Ich habe gesagt, wir fangen später an mit der Lese, aber nein, sie fängt Freitag an. Da steckt er doch dahinter. Hallo, Gunther. Kennst du den Unterschied zwischen Rührei und Spiegelei? Nee. Spiegelei kann man leicht erzählen. Aha. Hast du was? Gunther ist sauer, weil sein Bruder wieder mit im Geschäft ist. Ja, und? Ist das ein Fehler? Der war doch Winzer. Wir sind bei der Lese. Da sind Löhne fällig. Aber die Peter KG zahlt nicht und hat sogar einen großen Auftrag storniert. Man verlangt Gutachten, dass unser Wein sauber ist. Aber selbst wenn, kein Bedarf. Ist zum Kotzen. Ich weiß. Der Witzbold verlangt heute im Restaurant Wein und bestellt ausdrücklich ohne. Damit meint er ohne Frostschutzmittel. Dafür ist unser Umsatz am Mineralwasser gestiegen.
Die Schweine, die uns das eingebrockt haben, die sollte man... Ich habe auch ein Problem. Kommst du mal mit nach draußen? Ich wollte dich schon lange mal was fragen. Was? Bitte. Was hat er denn? Na, was ist? Hast du nachher noch mehr Zeit? Ein kleiner Ausflug, damit ich auf andere Gedanken komme. Deine Gedanken kenne ich. Aber leider haben wir heute Abend ein Geschäftsessen. 60 Personen. Du hast jedes Mal eine andere Ausrede. Ja, es ist sehr persönlich. Persönlich? Es geht um Monika. Ich weiß nicht mehr, woran ich bin. Und ich werde den Gedanken nicht los, sie hat jemand anders. Wie kommst du denn da drauf? Sie schmeißt den Laden toll. Und das hatten wir uns ja auch vorgenommen. Ich, die Küche, sie, den Service. Ich habe gesagt, wir müssen den Gästen was bieten. Du im Restaurant, ich in der Küche. Ja, das hast du gerade gesagt. Ich habe gesagt, sei nett zu den Leuten. Aber inzwischen, Gunther, ich stehe in der Küche, ich sehe ja nichts. Aber du bist so oft bei uns. Gibt es jemand, von dem du das Gefühl hast, der könnte es sein? Dann sag es mir bitte. Weil du spinnst. Ich weiß, wie ich aussehe. Ich mache zweimal im Jahr meine Diät. Aber dann habe ich natürlich doch wieder den Finger in jeder Soße. Muss ich ja. Du warst doch noch nie schlank. Auch nicht, als ihr geheiratet habt. Ja, aber inzwischen... Pennt sie nicht mehr mit dir? Nein. Das heißt doch. Aber es ist nicht mehr wie früher. Ich habe manchmal das Gefühl, sie erfüllt nur ihre Pflicht. Karl, in welcher Zeit leben wir denn? Vielleicht mache ich mich wirklich verrückt. Aber abends sind wir dann meistens auch so fertig. Dann reden wir nur noch über das, was war. Über die Gäste oder über Preise. Ich meine Einkaufspreise. Also dann zieht sie sich aus. Ich kann dir das gar nicht beschreiben. Aber dann denke ich, sie zieht sich für jemand anders aus. Und dieser Gedanke macht mich verrückt. Es gibt jemand anders. Aber ohne Monika und deshalb wollte ich dich fragen. Mir ist nichts aufgefallen. Aber wenn du was merkst, sag mir Bescheid. Das Schlimmste ist die Ungewissheit. Mach ich. Ich wollte übrigens fragen, kann ich deinen Wagen haben? Ich muss mal nach Trier. Da hat einer annonciert, eine 500er, schon 448. Da wollte ich mal hin. Den Wagen kannst du haben. Wieder da, nicht? So, sag dem Zerfass Bescheid, wir brauchen keine Geschenke. Ah, ich würde sagen, sei es selbst, das ist hinten im Lager. Herr Zerfass, ich bringe Ihnen die Räder zurück. Wir brauchen keine Geschenke. Wenn das eine Entschuldigung dafür sein soll, dass Sie mich entlassen haben. Sie arbeiten halbtags bei meiner Schwägerin.
Können die sich einen Buchhalter überhaupt leisten? Bei der Pleite überall? Da ich 20 Jahre lang übermäßig gut bei Ihnen verdient habe und außerdem das Glück besitze, eine Frau zu haben, die halbtags beschäftigt ist, kann ich es mir sogar erlauben, Frau Zerfass mein Gehalt zu stunden. Ja, sie soll verkaufen. Ja, ja, das hatten wir schon mal. Tun Sie ein gutes Werk. Reden Sie ihr gut zu. Worauf Sie sich verlassen können. Harald, wie ist das Blatt? Ach, gute Faxe. Na? Also die Fahrt hätte ich mir sparen können. Für die Maschine 4.8 lächerlich. Ist Karl nicht da? Mhm. Der ist schon rauf. Der fühlt sich nicht so gut. Sag mal, was wollte der eigentlich von dir? Bis nur du fremd gehst. Er hat das Gefühl, dass du unter Walter wissen, ob ich mal was beobachtet hätte. Du und irgendein Gast. Ja, und was hast du ihm gesagt? Die Wahrheit natürlich. Du hast ihm gesagt, dass mir nichts aufgefallen ist. Ist mir auch nicht. Du hast aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ja, mir auch. Ich dachte schon, er hätte was gemerkt, aber dann hat er mir direkt leid getan. Er musste nicht leid tun. Na, hör mal, wir pusten und du sagst... Das ist vorbei. Was? Das. Aber wir waren noch einsame Spitze. Hast du selber gesagt? Ja. Aber das ist jetzt vorbei. Hast du jemand anders? Ja. Meinen Mann. Soll das ein Witz sein? Nein. Na, dann will ich mal das junge Glück nicht länger stören. Und ich würde mich immer freuen, wenn du zu uns kommst. Zu uns. Also, ich brauche jetzt erstmal einen ordentlichen Schnaps. Den kannst du haben. Monika? Ja? Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du hübsche Beine hast? Findest du? Buenos días, don Antonio. Buenos días, Matías. ¿Café, como siempre? Sí, como siempre. Un café y una copa de licor. Y además, hay que limpiar la... Wer ist denn da? Ich bin's, Gunther. Was machst du denn hier? Hast du schon geschlafen? Nein. Hast du ein Bett für mich? Nicht gerade ein Bett, aber ein Liegestuhl. Was ist denn los? Warum gehst du nicht nach Hause? Ich schmeiß alles hin und ich mache irgendwo eine Disco auf. Oder ich wäre Klofrau. Was? Ja, wenn die glauben, die brauchen alle nur zu sagen, was ich zu machen habe und ich springe dann. Was ist denn passiert? Hast du das heute nicht mitgekriegt? Was? Mein Bruder, der. Na, jedenfalls, die haben mich heute das letzte Mal gesehen. Ach du Scheiße. Na komm. Der Liegestuhl ist auf dem Balkon. Es tut mir übrigens wahnsinnig leid, dass ich dich belästige. Ist nicht so schlimm. Ich bin gerade in Madrid. Was? Spanisch. Sag mal her. Und da fängst du jetzt im Bett mit an? Ja, im Bett lernt man am besten. Was? Spanisch. Das ist Superlearning. Antonio. Was ist das? Superlearning. Da kannst du ihn für Wochen so viel lernen wie in einer Schule in einem halben Jahr. Und es geht nur im Bett. Du musst ganz entspannt sein. Hier steht in der Anleitung. Du musst im Alpha-Zustand sein. Was für ein Zustand? Alpha? Ich habe gedacht, das ist ein Auto. War noch was? Gunther hat den Wagen zurückgebracht.
Hat er die Maschine gekauft? Nein. Wie geht's dir? Besser. Danke, dass du fragst. Warum sollte ich nicht fragen? Ich hätte nie geglaubt, dass das mit uns was wird. Manchmal glaube ich es halt noch nicht. Ich war so stolz, dass ich dich gekriegt habe. Du denkst zu viel. Morgen? Guten Morgen. Ist Gunther noch nicht da? Nein, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Hanna, mach dir keine Sorgen. Du bist gut. Ich werde dir sagen, was los ist. Der ist in seiner Wut in Anker gegangen, hat sich volllaufen lassen und schläft da jetzt seinen Rausch aus. Hoffentlich hast du recht. Der kommt schon wieder. Hanna, ich habe noch mal überlegt. Du kannst mein Sparbuch haben. 5.000, mehr ist leider nicht drauf. Dann könnte ich den Leuten wenigstens einen Teil geben. Danke, Martin. Und ich spreche noch mal mit Faber. Mit Faber? Ja, der kennt so viele Leute, der hat Beziehungen. Zu Kunden von Ludwig. Und das ist mir egal. Das sind Geschäftsleute, da zahle ich Zinsen. Da habe ich keine Verpflichtung. Martin, ich bin sehr froh, dass ich nicht ganz allein bin. Hauptsache, wir halten zusammen. Wir können fahren. Sind alle da? Ja. Wir fangen am Steinweg an. Ist Gunther nicht da? Nein. Ja, und Michelle? Die kommt später nach. Sorgen machen wegen Gunther. Wo ist er denn? Bei mir. Bei Ihnen? Er ruht auf meinem Liegestuhl. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Na, dann ist ja gut. Aber nicht, dass Sie es mir gesagt haben. Kurt, sind wir so weit? Dann können Sie oben umdrehen. So, wir fangen an. Martin, was schätzt du? Na, sag schon. 72. Fabelhaft. Damit liegen wir im Kabinettbereich. Entschuldigung, aber Martin hat mich nicht geweckt. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du hast doch Urlaub. Du musst ja nicht jeden Tag arbeiten. So war das nicht gemeint. Nein, ich habe gesagt, ich arbeite bei Ihnen in die Ernte. Dann mache ich es auch. Und ich mache es gern. Aber wenn er mich nicht weckt... Na, dann sag ihm mal schönen guten Morgen. Martin, du musst das jetzt schon. Du verstehst das. Ich verstehe keinen Wort. Noch immer, das führt.
noch hier? Wissen Sie hiermit Bescheid? Das ist doch nicht bezahlt worden. Das muss doch bezahlt werden. Das weiß ich nicht. Wenn Sie sie sehen, schicken Sie sie mir sofort rein. Die Leute haben ja schon ein paar Mal angerufen. Frau Zerfers, haben Sie diese Rechnung schon gesehen? 35.000. Nein, so viel nicht, Gott sei Dank. Ich brauche 35.000 Mark, Herr Faber. Woher soll ich die nehmen? Verlauf des Sinusgraphen auf der Schablone mit unseren drei Zeichnungen, so zeigt sich, dass... Schon fertig? Wir haben heute früh aufgehört wegen dem Weinfest. Wie weit seid ihr heute gekommen? Bis zur Madonna. Die suchen mich wie verrückt, was? Nö, es hat keiner gefragt. Hast du gesagt, dass ich hier bin? Nein. Ich gehe dann jetzt. Ich wollte bloß noch warten, bis du kommst. Soll ich ein Kleid anziehen oder lieber einen Rock? Warum fragst du? Du hast neulich festgestellt, dass ich Beine habe. Ja und? Wir fahren jetzt nach Bernkastel. Da ist dort Abend Feuerwerk. Und du kannst sagen, was ich anziehen soll. Quatsch. Was? Nein? Du meinst... Du nicht? Musik.